Heute teile ich mit dir drei Tipps, wie du dein Herz nach einem Streit wieder öffnen kannst. Im Frauenkreis haben wir vor kurzem dieses Thema gehabt, ich kann mein Herz nicht mehr öffnen oder ich tue mir sehr schwer, mein Herz wieder zu öffnen, wenn es einen Streit gab, oder? Und vielleicht kennst du das ja auch, du streitest dich mit deinem Liebsten oder auch deinen Eltern oder Chef oder Kollegen und streitest so heftig, dass du quasi den Rollladen runterfährst, die Mauer hochfährst, dicht machst und dass es dann Wochen oder Tage dauert, bis du ja, dich wieder öffnen kannst, bis ihr wieder zueinander findet. Ich kenne das sehr gut aus meiner früheren Beziehung. Ich war ja 17 Jahre in einer Beziehung, da habe ich dieses Spiel sehr gut betrieben, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass ich einfach, wenn wir gestritten haben, also wenn wir wirklich ordentlich gestritten haben, dann habe ich dicht gemacht, dann habe ich zugemacht. Dann war natürlich auch nicht mehr an Intimität oder Zweisamkeit zu denken. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mich wieder öffnen kann. Heute weiß ich, es geht auch anders. Und deshalb teile ich mit dir heute drei Tipps, wie du dein Herz nach einem Streit wieder öffnen kannst und womit das zusammenhängt. Ja, also Tipp Nummer 1 ist, dass du an erster Stelle einfach mal wahrnimmst, okay, was ist denn da mit dir passiert? Weil der Punkt hier ist, und kleine Triggerwarnung, es kann dich nur triggern und so verletzen, wenn quasi in dir selber noch eine Wunde ist, okay? Das bedeutet, es ist einfach, Tipp Nummer 1 ist wirklich auch mal zu gucken, wo ist denn da bei dir noch eine Wunde, okay? Was genau triggert es? Und hilfreich ist für mich immer wirklich quasi so mal einen Moment zurückzutreten oder 2, 3 Schritte zurückzutreten und zu sagen, okay, was ist denn hier genau Sache? Was läuft denn hier genau? Was ist es denn wirklich, das mich hier triggert? Und zwar unabhängig von... Wisst ihr, wir können eine Haltung haben, wo wir einfach hergehen und sagen, er ist schuld, sie ist schuld, der andere ist schuld und wir projizieren das alles auf den anderen und vor lauter Wut auf den anderen können wir gar nicht quasi sehen, was es mit uns selber macht. Das ist natürlich eine Option, hilft uns nur nicht wirklich weiter, hilft auch nicht weiter, dass wir über die Wunde drüber kommen und das heilen können. Also hier ist es wirklich eben mal wirklich sehr heilsam, ein paar Schritte zurückzumachen und wirklich auch zu gucken, okay, was ist es denn wirklich, dass es in mir triggert? Ich sehe gerade, ich habe hier den Schatten vom Handy auf mir. Mal gucken, ich muss mich ein bisschen drehen. Ich genieße ja noch die Abendsonne. Und also das ist Schritt Nummer 1, wirklich mal zu gucken und auch dieses Bewusstsein zu haben, es kann dich nur so verletzen oder es kann dich nur so triggern, wenn da noch eine Wunde in dir ist. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn das zum Beispiel anders ist. Ich erlebe das ja auch oft, dass ich mit Sachen konfrontiert bin, wo ja, Menschen echt ärgerlich auf mich sind, wütend auf mich sind, verärgert sind. Ist in meinem Job nicht ganz zu vermeiden. Und für mich ist da sehr interessant zu beobachten, quasi wann fühle ich mich verletzt, wann triggert es mich und wann kann ich einfach nur das annehmen und auch sehen, das hat jetzt gerade gar nichts mit mir zu tun. Okay, weil das ist ja auch eine Variante, wie wir quasi wählen könnten, oder wo wir sagen können, okay, was hat das im Moment mit mir zu tun? Hat das wirklich was mit mir zu tun? Und sobald es dich verletzt, sobald es dich triggert, hat es mit dir zu tun. Okay, dann, das ist also Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, wenn es dich eben verletzt und wenn es dich sehr verletzt, dann würde ich mal nachschauen, hat es denn mit deinem inneren Kind zu tun? Weil gerade diese Verletzungen, wo wir so sehr dicht machen und runterschalten und die Mauer hochziehen, die haben in der Regel mit dem inneren Kind zu tun. Und das bedeutet, Tipp Nummer 2 wäre, dass du eben mal wirklich hinschaust und sagst, okay, was hat denn das jetzt mit meinem inneren Kind zu tun und vor allem, was braucht denn das innere Kind? Weil meistens sind diese starken Verletzungen aus Gefühlen heraus, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt, ich werde nicht geliebt, ich werde zurückgewiesen, wie kann er das mit mir tun und,
so verrückt es sich das anhört, oder? Es hat oft wenig mit unserem Erwachsenenleben zu tun, sondern sehr viel mit unserem inneren Kind. Und da lohnt es sich wirklich hinzugucken und mit deinem inneren Kind in Kontakt zu gehen und zu schauen, okay, was braucht denn mein inneres Kind jetzt von mir? Möchte das gesehen werden, gehalten werden, umarmt werden, gedrückt werden, Aufmerksamkeit haben? Was braucht denn jetzt mein inneres Kind? Weil umso mehr wir für unsere inneren Kinder sorgen und sie sehen und anerkennen und wertschätzen, ihnen Aufmerksamkeit schenken, mit ihnen in Kontakt sind und auch für sie sorgen, dass sie sicher sind, dass das innere Kind sicher ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt, und dass wir für es da sind, weil wir sind ja die Einzigen, die das innere Kind noch hat, oder? Wir sind jetzt erwachsen und die Eltern, ja, die haben ihr eigenes Leben oder sind vielleicht gar nicht mehr da. Von da werden wir nicht bekommen, was wir nie bekommen haben, okay? Das bedeutet, unser Job, unsere Aufgabe in Bezug auf das innere Kind ist, dass wir für es sorgen, okay? Deshalb ist Tipp Nummer 2, dass du wirklich hergehst und schaust, okay, was braucht mein inneres Kind? Dreht es gerade am Rad? Ist es vielleicht gerade völlig verzweifelt? Was braucht denn das gerade? Und es dann auch wirklich auch zu tun und für es zu sorgen und dich um sie oder ihn zu kümmern, okay? Das ist Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 3 ist, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo es dann ums Loslassen geht und ja wirklich wieder einen Platz von Frieden zu kommen, sage ich jetzt mal. Ich finde, das ist immer so wichtig, weil wir schaden uns meistens selber am meisten, wenn wir quasi nach einem Streit ewig sauerdicht sind und nachtragend sind. Also das uns selber schadet es ja am meisten. Uns tut es weh oder wir haben den Schmerz, wir haben die Wunde. Uns tut es weh. Und um solche Schmerzen einfach auch loszulassen, um solche Verletzungen loszulassen und auch zu heilen, verwende ich in meiner Arbeit gerne Ho'oponopono. Ho'oponopono ist ein hawaiianisches Loslass- und Vergebungsritual, das sehr einfach und praktisch ist. Und du kannst quasi im Prinzip einfach hergehen und sagen, okay, du tust dich einfach auf diesen Streit nochmal fokussieren, legst die Hand aufs Herz, und dann spürst einfach nach innen und sagst, okay, was auch immer in mir verletzt wurde, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, ich danke dir. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, ich danke dir. Und Ho'oponopono geht auch immer davon aus, dass eben diese Verletzungen schon etwas mit uns zu tun haben, weil sonst würden wir ganz anders reagieren. Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich kenne beide Seiten, oder? Ich kenne Seiten, wo ich in einem Streit bin, wo ich total bei mir bin und genau sehen kann, was da abläuft und mir ganz klar bin, okay, das hat gerade alles gar nichts mit mir zu tun, und auch mein Herz offen halten kann für die andere Person. Und dann gibt es Streits, ja, die mich verletzen, die mir wehtun. Und das ist ein großer Unterschied. Und dass sich diese Dinge, wisst ihr, wenn wir jetzt einen Streit hatten, der uns so sehr verletzt, dass wir unser Herz zumachen, dass wir dicht machen, dass wir die Mauer hochfahren, das macht ja auch was mit unserem Körper. Das macht ja auch was mit unserem Körper, oder? Und es setzt sich in uns ab. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der, wenn solche Sachen waren, dafür sorgt und schaut, dass ich das wieder aus dem Körper rauskriege, okay? Und Ho'oponopono ist ideal dafür. Und wichtig ist eben, es geht immer darum, was auch immer in mir, also es bezieht sich immer auf dich selber, was auch immer in mir, was auch immer in mir mich verletzt hat, es reicht ganz pauschal, was auch immer in mir mich verletzt hat, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, ich danke dir. Und das tust du so lang laut wiederholen, gebetsmühlenartig, so lang wiederholen, bis du das Gefühl hast, jetzt wird es leichter, jetzt verändert sich was, du kannst es im Körper spüren. Vielleicht braucht es auch 2, 3 Anläufe da dafür, wenn du das noch nicht gewohnt bist. Es kann ganz schnell gehen, und es kann auch ein bisschen dauern. Es kommt ganz drauf an, wo du bist. Okay? Und ja, und so kannst du mit, ich sage jetzt mal, Streit umgehen und vor allem auch eben mit diesen Verletzungen, die eben aus dem Streit hervorgegangen sind. Das bedeutet, es braucht nicht, es muss nicht sein, dass wir, so wie ich das früher gemacht habe, 2 Wochen nicht miteinander gesprochen haben und ich die Kühle rausgehängt habe, oder, und abweisend war und
Das sind auch alles nur übernommene Muster. Ich habe das selber in meiner Familie übernommen. Das ist nicht notwendig. Und wisst ihr, das Wichtigste dabei ist einfach auch, wir vergeben uns am meisten selbst, wenn wir das tun, weil wir, ja, es schadet uns selbst am meisten. Oft ist es auch so, wir hängen immer noch in diesem Streit drin, wir sind immer noch so verletzt, wir sind immer noch so traurig. Der andere hat es schon längst abgehakt, weil er anders tickt wie du, und geht schon längst weiter und du hängst immer noch in diesem Mist und in diesen alten Dramen drin. Und das ist natürlich eine Option, nur es bringt dich nicht wirklich weiter und vor allem verhindert es eins, und das ist das, dass du dein Herz öffnest. Und ja, und das ist einfach schade, weil mit offenem Herzen, mit liebendem Herzen lebt sich's einfach besser. Egal, ob du Single bist oder in einer Beziehung bist, egal worum es geht, ob es um Eltern, Liebespartner, Chefs, Kollegen oder wen auch immer geht, Geschäftskollegen oder so. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu. Du entscheidest. Und das finde ich eben auch noch wichtig. Du entscheidest, was du da damit machst. Du hast es in der Hand. Hello, hello, guten Abend. Du hast es in der Hand, was du da damit machst. Du entscheidest, du bestimmst. Und das finde ich immer auch noch so für mich eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich so gewonnen habe. Ich bestimme immer noch selber, ob mich etwas verletzt oder nicht. Und ich glaube, wenn wir das wählen können, dann sind wir auch in unserer Kraft. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal wie eine Furie werde und verärgert bin und wütend bin oder so. Das ist gar nicht der Punkt, nur es geht darum, wie lange machen wir das und wie lange treiben wir das. Und du kannst natürlich auch zum Beispiel rückwirkend gucken auf alte Verletzungen oder auf alte Streits zu gucken, wem bist denn du noch, also wem nimmst du es noch übel quasi, oder? Und da kannst du das Gleiche machen, wie ich dir jetzt im Video erklärt habe. Und einfach da aufräumen, oder? Sodass die Emotionen wieder frei sind, dass das Herz aufgeht, dass die Liebe fließen kann, wofür auch immer du die Liebe fließen lassen möchtest. Es lohnt sich, okay? Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, drei Tipps, wie du nach einem Streit dein Herz wieder öffnen kannst, ist, schau dir an, was ist wirklich passiert, was in dir hat es wirklich verletzt. Dann im zweiten Schritt kümmere dich um dein inneres Kind, sorge dafür, dass das bekommt, was es braucht. Und im dritten Schritt mach Ho'oponopono drauf. Lass die, ja, die verärgerten Gefühle, die verletzten Gefühle, lass sie gehen. Und solltest du nicht in der Lage sein, das zu tun, weil du so wütend bist oder so rasend bist, oder ist vielleicht einfach, weil du einfach denkst, du schaffst es nicht. Dann kannst du sogar Ho'oponopono da drauf machen, oder? Was auch immer in mir an diesem Ärger noch festhalten will, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, ich danke dir. Das wiederholst und wiederholst und wiederholst, bis du merkst, es ändert sich. Das Coole ist, ich mache das oft, also ich mache zum Beispiel oft Ho'oponopono, wenn ich abwasche, wenn ich spüle. Das kannst du überall machen, wenn du unterwegs bist, das kannst du in der Dusche machen, überall. Und mach es einfach so lange, bis du das Gefühl hast, hört sich gut, jetzt reicht's. Okay? Ja, das war's heute von mir. Das war's heute von mir. Hier könnt ihr sehen, ist mein Ausblick von meiner Terrasse, von meinem Balkon hier. Schön. Und ja, ich wünsche euch noch ganz tolle Pfingsten, lustvolle Pfingsten natürlich. Und wenn du Lust hast, nächste Woche ist ja Vollmond. Ich meine am 4. Oder am 5. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist nächste Woche Vollmond und ich mache wieder ein Vollmondritual. Die Vollmondrituale sind ja sehr beliebt. Und das Thema dieses Mal vom Vollmond, wo es ja auch immer um Abschied und Loslassen und Gehen lassen geht, ist Erlöse die Kriegerin in dir. Okay? Ich tue mal, wenn ich aufgelegt habe, hier den Link dazu in die Kommentare posten. Du kannst dich kostenlos anmelden und dabei sein. Solltest du nicht live dabei sein können, melde dich trotzdem an, dann bekommst du die Aufzeichnung. Die Ladies vom Frauenkreis, die freuen sich schon riesig darauf. Und für alle offen, ist für alle offen. Und auch der Frauenkreis im Übrigen, zum Abschluss fällt mir auch noch ein, der Frauenkreis öffnet auch bald wieder seine Türen. Also stay tuned, was da alles noch kommt. Okay? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch super tolle
Pfingsten, wo auch immer du bist, lass es dir gut gehen, lass deinen Ärger gehen, lass ihn los, hab eine lustvolle Zeit, schick dir 1000 Küsse und bis zum nächsten Mal.